Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Ulis Modellbahnshop hat geliefert. Hier eine Rocco mit Flüsterschleifer. Auch wiederum von einem Bastler wohl. So ähnlich wie die Dampflok, die ich ja bekommen habe. Ich bin auch hier gespannt, was mich bei dieser Lok erwartet. Das Schönste daran ist ja, ich habe ja hier schon eine Wechselstromlok und ich muss die jetzt einfach mal aufmachen, um dann zu erkennen, was hier anders gemacht wurde. Das kennt man ja bei Rocco, ein bisschen spreizen das ganze Ding. Zack, der Deckel ist ab. Und was sehe ich? Traumhaft. Das ist ja noch besser wie bei der anderen Lok. Der Uli verkauft hier Coins. Schnittstellendecoder raus, Decoder rein, fertig. So, vom Äußeren her ist sie ja zum Glück nicht verbastelt. Was mich allerdings immer stört an diesen Loks ist, dass ich das rote Schlusslicht nicht abschalten kann. Deshalb möchte ich jetzt auch mal bei dieser Lok sehen, wie kann ich hier bei dieser Lok das realisieren, dass mein rotes Schlusslicht, so wie ihr das ja kennt, über F1 bzw. F2 ein- und ausgeschaltet wird. Das Plus kommt hier rein. Dann schaue ich mir das mal an. Das geht hier hin. Okay, dann löte ich das doch mal auf. Ich habe jetzt die Verbindung B aufgetrennt. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ich habe hier habe ich schon gehofft, dass ich hier im Prinzip das auftrennen kann und dann habe ich die Verbindung von Rot hinten und Weiß vorn aufgelöst. Aber dem ist leider nicht so. Das war wahrscheinlich der Weg zur Diode. Ja. Da trenne ich nur die Diode auf. Ja. Da trenne ich leider nur die Diode auf. Das bringt mir jetzt so nichts. Also bleibt wieder nichts anderes übrig, als meinen Dremel zum Einsatz zu bringen. Und ich werde hier eine Trennung vornehmen. Ich werde das hier machen. Dann habe ich ja hier noch ein Lötpad. Wenn ich jetzt das Gehäuse so hinstelle,
dann habe ich hier Rot, hier Weiß. Hier habe ich ja meine drei Lichter. Das heißt also hier, das untere ist das rote Schlusslicht und hier vorn das obere, die Frontbeleuchtung, sprich das drei Lichtspitzensignal. Wenn ich jetzt hier diesem flexiblen Band folge, dann habe ich hier das rote Licht, das geht hier rüber, geht hier runter. Da ich das ja jetzt gekippt habe, wäre hier das rote Licht. Also wenn ich hier raufgehe, müsste das rote mitleuchten und es leuchtet. Das heißt, das rote wird mit angesteuert. Ich werde hier also eine Trennung vornehmen. Dann kann ich hier das rote separat mit einem Kabel verbinden, sprich F1 oder F2. Das gleiche mache ich an der Stelle. Dann kann ich auch hier separat das rote zu- und abschaltbar machen. Das ist immer etwas brachial, aber ich möchte das halt so. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, wie meinen Dremel zu verwenden. Jetzt habe ich hier vorn das Spitzensignal und hier hinten das rote Rücklicht nochmal. Das Rücklicht als rot, vorn das Spitzensignal weiß. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Hier habe ich das Spitzensignal, hier das Rücklicht. Und so kann ich jetzt auch hier den unbelegten F1 von hier rüberbrücken und somit habe ich das schon hinter mir. Dazu kann ich ja ein grünes Kabel nehmen, das bedeutet, das ist ja F1. So, das wäre dieser Anschluss und hier werde ich dann nochmal einen grünen Anschluss nehmen für das F2. Ich verwende hier ja wieder einen Apple-Decoder, die versuche ich mal durchzutesten bei verschiedenen Modellen. Die werde ich hier die F2 hinbringen, die muss ich ja bei einem Apple-Decoder, habe ich ja keinen F2-Ausgang direkt, sondern das ist hier dieser Lötpad und den werde ich jetzt natürlich verwenden. Nachdem ich ja jetzt das B aufgetrennt habe, muss ich natürlich das A schließen. So, jetzt habe ich natürlich hier die Brücke wieder hergestellt und das heißt im Endeffekt das, dass wenn ich jetzt, ich drehe das Ganze mal rum, das muss ich ja erst immer kontrollieren, bevor ich alles festmache. Ich habe hier als kleiner Tipp, legt den Schnittstellenstecker eures Decoders einfach hier hin.
dann tut er euch leichter mit den Farben. Am Anfang habe ich das auch so gemacht. So konnte ich dann bei Weiß dann erkennen, ja, das ist das Licht für vorn. Und hier ist auch das Licht für vorn. Und bei Gelb, das ist hier, das ist das Licht zum Rückwärtsfahren. Und dann habe ich ja jetzt, wir haben ja hier diese Schnittstelle festgelegt für das Rot, für die eine Seite. Die zweite Seite Rot, die habe ich ja hier, die wird ja noch an den Apple Decoder angeklemmt. Die kann ich jetzt aber auch mal zeigen, indem ich hier jetzt einfach eine Masseverbindung drauf gebe. Und dann muss auch hier dieses Licht leuchten. Das wäre ja dann F2. Ihr wisst ja, bei diesen Digitalloks wird generell immer Plus dauernd anliegen und mit Masse an den Ausgängen geschaltet. Jetzt kommt hier dieser F2 ran. Ist der angelötet, der F2. Wie ihr seht, bin ich wieder nach innen gegangen. Draußen war es mir doch zu kalt. Ich habe jetzt hier ein doppelseitiges Klebeband eingebracht. Da kann ich jetzt den Decoder einsetzen. Es ist darauf zu achten, dass diese Aussparung auch hierher zeigt, weil sonst habt ihr ein Problem mit der Kabelführung, weil das Kabel sollte ja hier runter geführt werden. Und dann könnt ihr hier diesen Decoder hier unten in dieser Wanne belassen und einfach diese Wanne hier wieder einklipsen. Dabei ist darauf zu achten, dass natürlich die Kabel hier hinten vorbeilaufen, weil sonst funktioniert das mit dem Einklipsen nicht wirklich. Das ist so. Jetzt ist das drin. Das Ganze kommt hier so ran. Ich habe im Prinzip jetzt den Schnittstellenstecker so angebracht. Ein schwieriges Wort. Hier muss ich natürlich auch noch die Stromversorgung für die Decodereinheit anlöten. Jetzt kommt mein berühmtes Testgleis. Da ist es schon. Jetzt kann ich die Lok draufsetzen. Und ich werde jetzt mal die Lok fahren lassen. Und siehe da, also der Apple Decoder kommt wohl mit Rokolok sehr gut klar. Gut, die haben ja von Haus aus einen 5-Pol-Motor drin. Und da muss ich sagen, ja, das passt. Das ist doch mal eine schöne langsame Fahrstufe. Anders wie bei meinem Märklin 3-Poler. Gut, da kann ich jetzt sagen, ich werde wohl die 3-Poler gegen 5-Poler tauschen. Und dann habe ich das gleiche natürlich auch bei meinen zwei Märklin-Loks. Also, da
Das macht doch schon mal einen schönen, guten Eindruck. Jetzt kommt das Licht noch dazu. Auch das passt in der richtigen Richtung. Und wie gesagt, dann die F1, F2 als rote Schlusslichteinschaltung. So kann ich im Prinzip auch das Licht ausmachen und beide rote Schlusslichter starten. Ich kann natürlich auch noch über die F5 oder F6-Taste mir ein Rangierlicht hinzufügen. Das ist natürlich auch machbar. Also finde ich nicht schlecht, der Decoder. Dann kann ja mal der Deckel drauf. Dann ist das Modell wieder fertig. Nun steht die Lok auf dem Programmiergleis. Läuft eigentlich nicht schlecht für so einen einfachen Decoder. Ich sag ja, dieser Decoder mag einfach Rokolux. Die Beleuchtung und sie fährt in die richtige Richtung. Sie fährt in die andere und ich kann jetzt über F1 das Schlusslicht zu bzw. abschalten. Das gleiche geht natürlich auf der anderen Seite auch. Auch hier, da ist es halt F2, kann ich das zuschalten oder ganz ausmachen. Hattet etwas Spaß bei diesem doch einfachen Umbau dieser Lok? Ich finde die Lok sehr schön. Ich habe ja auch diese orangenen Wagen dazu und ich denke mal, da wird sie gut auf meiner Anlage ihre Runden ziehen können und ich freue mich da schon drauf. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Umbau dieser Lok und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal. Euer Groovy 1960.